Ja. Das war jetzt nicht der Fremde, mit dem wir sprechen sollten, aber ich hoffe, euch hat die kleine Showanlage gefallen. Jetzt gucken wir mal. Die meinte doch irgendwie mein Freund, der ist schon ganz komisch. Meinst du den hier? Nee. Ihr habt sie getötet? Die feuerspeiende Ratte im Keller war der beste Schabernack, den wir hatten. Womit sollen wir denn jetzt unseren Spaß haben? Ja, ist klar. Sehr beeindruckend, junger Mann. Ich wünschte, ich hätte den Mut, meiner Frau so mutig gegenüberzutreten wie ihr der Ratte. Andererseits ist sie natürlich wesentlich bösartiger. Und sicherlich hübscher. Das ist ein Wahnsinn. So, kommen wir nochmal in den Keller, weil wir sollen ja irgendwie den anderen Kadikoli hier nochmal holen. Ich speichere nochmal schnell. So, Spiel gespeichert, aber da ist nichts mehr, ne? Der Typ ist, wenn, dann wartet er irgendwo draußen. Da hier war nichts mehr. Düster Sound. Gibt's denn noch eine Spinne? Nein. Haha. So. Also soundmäßig würde ich sagen, passt's. Und grafisch finde ich es jetzt auch nicht so schlecht. Gut, diese Video-Einspieler, das sind halt die Originalvideos von früher. Und die waren halt in, keine Ahnung, VGA damals oder so. Dementsprechend. Habe ich's nicht gesagt, Jungchen? Erwischt und abserviert. Mit dem Lied, das ihr mir gegeben habt. Gern geschehen, Jungspund. Und solltet ihr noch so eines suchen, dann wendet euch an die Trow im Wichtelwald. Aber seid auf der Hut, denn sie sind teufelschlau, diese Trow. Können einen Haufen Magie und keine Spur von Ehrlichkeit. Mit Trow wollen wir uns nicht wirklich anlegen. Wir bleiben mal freundlich. Das klingt mir etwas zu gefährlich. Trow liegen mir nicht so. Ich denke, ich verzichte. Kommt schon, Jungchen. Was ist denn ein wenig Gefahr im Vergleich zur Macht? Hat euch der kleine Trick, den ich euch gezeigt habe, nicht auch bei der Witwe McRary weitergeholfen? Wenn es eure Haut ist, die euch Sorgen macht, dann hätte ich hier ein kleines Schmuckstück, das euch vor Schaden beschützt. Dieses Amulett wurde von einer mächtigen Zauberin gefertigt. Mit seiner Hilfe könntet ihr ihren Geist herbeirufen, um eure Wunden heilen zu lassen. Für die benötigte mystische Kraft braucht ihr Natternsteine. Wenn ihr mögt, könnt ihr sogar mehrere Steine benutzen. Das verstärkt den Effekt. Hier, Jungchen, versucht's mal. Komm her. Wer ist sie? Sie ist hübsch. Ich nehme das Amulett, alter Mann. Und was hattet ihr über diesen Trow gesagt? Ihr findet ihn im Wichtelwald. Sein Name ist Plattfuß. Er kann euch viel Magie lehren. Dann werdet ihr sicher jedes Mädchen beeindrucken können. Und denkt daran. Hat er sich eigentlich jemals mal vorgestellt? Man weiß es nicht. Ah, hier ist Kralle. Alles klar. So. Ein Speicherpunkt. Sehr gut. Da kann man reingehen. Alles klar. Broch. Hallo. Ihr seid wegen meines jungen Ogern hier, ja? Natürlich seid ihr das. Aber er ist weg. Denn er ist der Erwählte, der die schöne Prinzessin aus ihrer grausamen Knechtschaft befreien wird. Und was, glaubt ihr, bedeutet das wohl für eine arme, alte Frau wie mich? Na, alles natürlich. Denn er hat mir versprochen, dass er zurückkommt, mein Ogern. Und dass er mich von diesem grässlichen Ort wegholt und mir ein ordentliches Haus gibt, mit Glas in den Fenstern, Brettern auf dem Boden
und einer Speisekammer, die so voll ist, dass wir nie wieder hungern müssen. Wenn ihr ihn also seht, dann sagt ihm, dass ihn seine Mutter lieb hat. Mach ich. Hey, du, deine Mutter hat dich lieb. Vielleicht sollte ich das nicht vor seinen Freunden machen. So. Kiste. Was kriege ich? Bier, Bier, Bier. Bier, 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 Tadley Bier. So, ein bisschen weiter plündern hier. Mich umschauen. Mich Vergebt weiterhin umschauen mir. Hier. So. Passt schon. Ist da. Tagebuch. Kann ich dich anklicken? Nein, das geht nicht. Wie komme ich denn in mein Inventory? Liebes Spiel, wie komme ich in mein Inventory? Das hast du mir noch nicht so ganz verraten. Vielleicht muss ich da so gar nicht. Vielleicht ergibt sich das alles von ganz alleine. Die Karte, glaube ich, da war noch irgendwas. Nee, kann ich auch nicht. Alles klar. Gut, ich bin komplett auf meinen Controller angewiesen und muss hoffen, dass mein Controller all das hergibt. Hey, Fremder! Keine Zeit zum. Ja, ja. Vergebt mir? Schon in Ordnung. Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss da rechts unten hin. Wenn ich mir das auf der Karte so ansehe. Nein. Aha, da muss ich hin. Genau, da ist der Wichtelwald. Wichtelwald. Tschüss. So, Spiel gespeichert. Gucken wir mal. Ach, das soll ein J sein. Dank der ganzen Moorhühner kann man in diesem Wald hervorragend jagen. Wenn ihr keinen Bogen besitzt, solltet ihr euch einen kaufen, denn die Jagd hier lohnt sich. Ja, danke für den Tipp. Will ich dann mal so tun. Guten Tag. Ich würde gerne mal mein Schwert ziehen, weil ich diesem Frieden hier nicht traue. Seht ihr? So, dann holen wir uns doch mal. Was habe ich hier denn noch für Zauber? Ah, meine Ratte! Nee, nochmal zurück. So, und das spielen wir uns mal. Attacke! Bleibt, wo ihr seid! Nachdem der Barde den Wolf getötet hatte, stellte er fest, dass die Bestie nicht nur den Inhalt einer kleinen Schatzkammer verschlungen hatte, sondern auch einige Haushaltsgegenstände. Wie praktisch! Bin ich etwa in der Zeile verrutscht? Das kann doch nicht stimmen. Ihr würdet euch wundern, was ich alles in erschlagenen Tieren finde. Habe ich euch je von der Ratte erzählt, die ich getötet habe? In der fand ich eine ganze Schatztruhe. Ich werde diese Passagen in Zukunft einfach überspringen. Was? Das ist eine wichtige Einnahmequelle für mich. Verdammter Mist. Und so setzte der Barde seine Reise fort. Gar nicht groß diskutieren. Ah, ich will noch ein bisschen raus. Sehr gut. So, aber um Himmels Willen, wie komme ich denn... Also es muss doch irgendwie eine Option geben. Ich muss mal ganz kurz hier aufs Ding ziehen. Hallo? Kohle, Kohle, Kohle. So, weg mit dir. Ich muss hier eben ins Inventar kommen. Ne, das sind die Befehle. Aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Das war blocken. Das war eine Aktion. Das ist nichts. Das ist schlagen. No. 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 Nein, das geht alles nicht. Ich muss mir noch die Steuermann nochmal angucken. Das machen wir aber später. Da halten wir uns jetzt nicht lange auf. Oh, da kommt schon wieder Wölfe. Spinni! Angriff!
Wolfsfell, wie praktisch. Mehr Wolfsfell. Spinnen. Attacke! Übrigens, in diesem Spiel wurden keine echten Wölfe irgendwie in irgendeiner Art und Weise verletzt. Angriff! Brutzel. Manchmal in so Ecken findet man ja doch mal so die ein oder andere Kiste. Aber nicht im Wichtelwald. Nein, nein, der Wichtelwald ist kistenfrei. Was ist denn das hier eigentlich? Kann man jetzt mal mit. Ah, noch mehr Wölfe. Hier herüber. Angriff! Das ist mir nicht so gut, wenn die noch rumheulen. Ah, Baumstümpfe. Stimmt aber was. Bier, Bier, Bier. Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Bleibt aber lange halten, die Spinne, ne? Angriff! Schreib mal an. So. Mehr Wölfe. Gib, 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 gib. Oh, der ist riesig. Oh, der ist groß. Attacke! Oh, meine Spinne. Herüber. Angriff! Und so endet die Geschichte des Barden. Dammit! Ja klar. Hey, wie ist denn das passiert? Nicht drauf geachtet. Sorry. I'm so sorry. So. Nachdem der Barde den Wolf getötet hatte, stellte er fest, dass die Bestie nicht nur den Inhalt einer kleinen Schatzkammer verschlungen hatte, sondern auch einige Haushaltsgegenstände. Moment, bin ich etwa in der Zeile verrutscht? Das kann doch nicht stimmen. Ihr würdet euch wundern, was ich alles in erschlagenen Tieren finde. Habe ich euch je von der Ratte erzählt, die ich getötet habe? In der fand ich eine ganze Schatztruhe. Ich werde diese Passagen in Zukunft einfach überspringen. Was? Das ist eine wichtige Einnahmequelle für mich. Verdammter Mist. Und so setzte der Barde seine Reise fort. Ja, doch, immer wieder lustig. Attacke! Hinten bleiben. Wartet hier. Angriff. Mhm. Also es gibt so ein paar Kommandos, ihr hört es ja, ne? Das wichtigste Moment ist wohl der Angriff. Attacke. Oh, der macht das schon ganz gut. Nehmen wir mal wieder zurück. Beschwören uns einen neuen. Na. Wir müssen erst den Zauber zu Ende wirken lassen. So. Next, please. Waren das die schon? Angriff! Oh. Bier, Bier, Bier. Angriff! Attacke!
Kann ich eigentlich auch noch meine Ratte zusätzlich? Nee, es geht nicht, siehst du? Wird mir auch schön quittiert mit einem Attacke! Federwolf. So. Noch ein Wolf. Und noch ein Wolf. Gib, gib, gib. So, jetzt kommt aber gleich Big Mama hier, oder? Ja, das sieht schon so nach einem größeren Rudel aus. Zu mir! Ja. Angriff! Ah, das sieht doch schon besser aus. Au, au, die darf nicht treffen. Blocken, ne? Yay! Nee. Noch nicht. Komm her. Jetzt aber. Kennt ihr nur lausiges Fell? Nur lausiges Fell? Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ach komm schon. Was war denn das? Lass das mal. Lass das mal. Ja, wird schon, ne? Hier spinne ich, Spinni. Aber mein Spinnenruder. Das ist die Schmidt, die falsche Freundin. So. Wir müssen wieder hoch. Halten wir uns einen Plot. Spielleiter mögen sowas. Wenn man sich einen Plot hält. Sieht's nie aus. Hallo? Da muss ich wieder irgendwo hoch. Hier, wen haben wir denn hier? Hm? Ihr müsst der Kerl sein, der sich überall rumtreibt und die Einheimischen mit seinem schockerregenden Monster belästigt. Ihr müsst Plattfuß sein. Man schickt mich zu euch wegen eines Liedes, von dem ihr euch vielleicht trennen wollt. Naja, ganz zufällig kenne ich ein kleines Liedchen und wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun würdet, könnte ich mich sogar davon trennen. Dann verratet mir mal diesen Gefallen. Im Waldgefängnis sitzt ein Freund von mir namens Kettle Sword. Holt ihn für mich dort raus und ihr bekommt euer Lied. Wegen der Wachen dort seid unbesorgt. Die Kunol Tro haben sie alle verjagt. Bei den Patrouillen kann ich euch nicht helfen, aber für die Tür kann ich euch das Passwort verraten. Sagt dem Tro, der die Tür bewacht, ganz einfach Fiddelschnarf und er lässt euch hinein. Also, ihr holt ihn einfach raus, kommt dann wieder hierher und ich bringe euch meine Magie bei. Klingt das fair? Abgemacht. Aber haltet bei meiner Rückkehr das Lied bereit. Ich bin doch kein Laufbursche. Als Zeichen meines guten Willens habe ich dort hinten eine kleine Abkürzung in die Stadt für euch erschaffen. Gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.